Zum ersten Bulli kamen der Tiger vom Hopfensee und ein Stargast aus Amerika. Dem ehemaligen Nationalspieler Paul Ambros und dem kanadischen Ex-NHL-Profi Bobby Hull war es vorbehalten, am 15. September 1994 den Startschuss für die deutsche Eishockeyliga DEL zu geben. Im ersten Spiel siegten die Mad Dogs München bei den Augsburger Panthern mit 6:1. Mit der Gründung der DEL betrat das deutsche Eishockey Neuland. Die erste eigenständige Profiliga löste die wirtschaftlich kollabierende Bundesliga ab. Aus eingetragenen Vereinen wurden Kapitalgesellschaften. Der Deutsche Eishockeybund zog sich aus dem Profi-Eishockey zurück. Durch die finanzielle Situation der Clubs war die Einführung professioneller Strukturen damals alternativlos, sagt DEB-Präsident Franz Reindl. Damit war Eishockey Vorreiter für Fußball, Handball und Basketball. Alles sollte professioneller werden, sportlich und vor allem finanziell. Doch schon wenige Monate nach dem ersten Bulli begannen die Probleme. Ausgerechnet der letzte Bundesligameister Hedos München, der in der DEL Mad Dogs hieß, musste Konkurs anmelden. Wegen Ungereimtheiten bei der Lizenzvergabe trat der damalige DEB-Präsident Ulf Jäkel zurück. Die ersten Jahre waren schwierig. Der Streit mit dem DEB wurde zum Dauerthema, immer wieder meldeten Clubs Insolvenz an oder zogen sich aus der DEL zurück, unter anderem Traditionsvereine wie Riesersee, Kaufbeuren, Rosenheim, Landshut und Düsseldorf. Heute hat sich die DEL wirtschaftlich längst stabilisiert und auch mit dem Verband vertragen. Von den 18 Gründungsmitgliedern gehen immerhin noch 8 in die Jubiläumssaison, die am Freitag, 14. September 2018, startet. In bisher 24 Jahren DEL-Jahren waren 32 Clubs mit dabei. Selbst hartgesottene Fans werden ihre Probleme haben, die alle aufzuzählen. Oder wer erinnert sich noch an die Moskitos Essen, die Füchse Duisburg, die Wölfe Freiburg oder die Ratinger Löwen? Die hießen später übrigens Revier Löwen Oberhausen. Namenswechsel und Lizenzverkäufe sorgten ohnehin oft für Wirrwarr. So wurde Wedemark zu Hannover. Die Lizenz des EV Landshut ging an die München Barons, die dann später nach Hamburg umzogen und sich dort in Hamburg Friesers umbenannten. Doch auch die gibt es heute nicht mehr. Auf der Strecke blieben jeweils die Fans. Apropos Wirrwarr, immer wieder wechselte die DEL den Modus. Es gab eine regionale Einfachrunde, 1,5-Fachrunden, 1,75-Fachrunden, Meisterrunden, Qualifikationsrunden, Abstiegsrunden und Playdowns. Erst seit 2009 gibt es konstant die Doppelrunde mit anschließenden Playoffs. Kritik gab es immer wieder an der Auf- und Abstiegsregelung. Seit 2006 ist die DEL eine geschlossene Gesellschaft. Nur wer einem anderen Verein seine Lizenz abkauft, kann dabei sein. So machte es zuletzt 2013 Schwenningen. Zur Saison 2020/21 führt die DEL den Auf- und Abstieg wieder ein. Das freut vor allem die Fans der Zweitligisten, denen bisher die sportliche Perspektive fehlte. Zahlen gefällig? 6 Clubs, Mannheim, Köln, Eisbären, Berlin, Nürnberg, Krefeld, Augsburg, waren immer mit dabei. Die Adler Mannheim holten die meisten Punkte, 2110, die Eisbären Berlin die meisten Titel, 7. Rekordspieler ist Mirko Lüdemann 1197, bester Torschütze ist Michael Wolf 325, bester Scorer ist Daniel Kreuzer 799, bester Shutout-Goalie ist Ian Gordon 45 und Strafbankkönig ist Sven Felski 1806 Minuten. Spektakulär war die Saison 1995/96.
Robert Reichel, Frankfurt Lions heimste 101 Scorerpunkte ein, Sergei Beresin, Kölner Haie, machte 49 Tore, John Chabot, Preußen Devils, gab 65 Vorlagen, Luciano Borsato, Kölner Haie, machte 19 Powerplayter und Robert Reynolds, EC Ratingen, traf 7-mal in Unterzahl. Für alle dieser Werte gilt, Rekord, apropos Rekord. Die Iserlohn Roosters machten gegen die Augsburger Panther 2005 4 Tore innerhalb von 91 Sekunden. Der Augsburger André Faust brauchte im September 1998 gegen die Nürnberg Ice Tigers nur 5 Sekunden für das erste Tor. 2017 fielen im Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Nürnberg Ice Tigers 19 Tore, 9:10 Uhr. Das Playoff-Spiel der Kölner Haie gegen die Adler Mannheim 2008 dauerte 168 Minuten und 16 Sekunden. Das Spiel des EHC München gegen die Straubing Tigers 2010 war im Shootout erst nach 42 Penaltyschüssen beendet. 1998 vergaben die Schiedsrichter beim Spiel zwischen Schwenningen und Nürnberg 336 Strafminuten und Karel Lang war 2007 48 Jahre alt, als er für den EV Duisburg gegen die Straubing Tigers spielte. Jede Menge Glanz bringt der Dell seit 2013 Dekasekunden Wintergame. Das gibt es alle 2 Jahre und ging bisher im Nürnberger Frankenstadion, 50.000 Zuschauer, in der Düsseldorfer Arena, 51.125 und in der Sinsheimer Rhein-Neckar Arena, 25.022 über die Bühne. 2-mal bekam die Dell prominenten Besuch aus Amerika. Einige NHL-Spieler nutzen den dortigen Lockout für ein Gastspiel in Deutschland. In der Premierensaison spielte unter anderem der spätere Bundestrainer Uwe Krupp beim EV Landshut. 10 Jahre später, 2004, liefen dann gleich 26 Profis in der Dell auf. Erik Kohl von den Carolina Hurricanes führte damals die Eisbären Berlin zur Meisterschaft und wurde als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet. Und was bringt die Jubiläumssaison? Vielleicht wieder einige Rekorde und Glanzlichter. Patrick Köppchen, Düsseldorf und Sebastian Furchner, Wolfsburg, können die 1000-Spiele-Marke knacken. Beim Wintergame am 12. Januar 2019 im Fußballstadion des 1. FC Köln gegen die Düsseldorfer EG wollen die Kölner Haie den Erzrivalen nicht nur besiegen, sondern ihm auch den Zuschauer-Europarekord für ein Ligaspiel abjagen. Und der EHC München könnte der erste Club werden, der 4 Dell-Titel in Serie gewinnt. Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag 14. September 2018 ab 22.50 Uhr Stand, 14. September 2018 8 Uhr.